Ja, also ich bin ganz fasziniert, dass sie so am Abend es nicht kuschelig und dunkel haben wollen und leise, sondern laut und hell. Also will ich mich auch bemühen, sie vom Einschlafen fernzuhalten. Wenn ich sage, dass ich es etwas bescheidener angehen lassen muss, dann hat das mit dem Gegenstand zu tun. Sie alle wissen, dass der Globalisierungsbegriff ein relativ neuer ist. Der ist das erste Mal so in größeren Kontexten in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgetaucht. Aber zu großer Prominenz ist er dann erst nach 1989, 91 gekommen, als man nach einer neuen Erzählung für die Welt nach dem Ende des Kalten Krieges und nach der Blockkonfrontation gesucht hat. Und dieser Begriff wurde sehr schnell das Eigentum von Wirtschaftswissenschaftlern, Politikwissenschaftlern und Soziologen, die sich Gedanken gemacht haben über Weltwirtschaft, die zusammenwächst durch die Inkorporierung verlängerter Werkbänke in Asien, die sich interessiert haben für eine neue Geopolitik, in der nur noch eine Supermacht übrig geblieben ist und dafür verantwortlich ist, dass Stabilität und Ordnung in der Welt herrschen. Und die Soziologen haben sich beschäftigt mit den Veränderungen von Gesellschaften, deren Grenzen weniger bedeutsam werden, die poröser werden, sodass Gesellschaften transnationaler werden oder vielleicht sogar Weltgesellschaften. Historiker haben ziemlich deprimiert auf diese Offensive ihrer Kollegen reagiert und haben gesagt, der Satz, dass die Globalisierung jetzt gerade beginnt und dass damit etwas völlig Neues ausbricht, entwertet unseren Beruf eigentlich vollständig. Also wir können zwar noch Geschichten von früher erzählen, aber diese Geschichten von früher sind für heute wenig bedeutsam, denn wir leben ja in einer neuen Epoche der Globalisierung und demzufolge ist das nur noch von Folklore wert. Wie das immer so mit Berufsgruppen ist, nach einer kleinen Phase der Depression machen sich einige auf und sagen, vielleicht kann man sich auch wehren und vielleicht kann man den anderen auch noch Geschichten erzählen, die dazu führen, dass sie nicht ganz so naiv über die Gegenwart und die Zukunft sprechen. Was ich Ihnen in diesem Vortrag berichten will, sind zahlreiche verschiedene Ansätze, mit denen Historiker und Historikerinnen auf die Frage reagiert haben, was ist eigentlich Globalisierung und stimmen die Erzählungen, die uns die Politik und die Sozialwissenschaft von dieser Globalisierung anbietet. Wenn ich sage, ich präsentiere Ihnen mehrere und verschiedene Ansätze, dann ist das auch eine Einladung zum Mitpuzzeln. Also nehmen Sie bitte die einzelnen Teile und versuchen Sie, die dann heute Abend zusammenzufügen. Und wenn welche übrig bleiben, können Sie sich wieder melden und dann versuchen wir, das Bild komplett zu machen. So, die häufigste Definition, die Sie inzwischen vielen Lehrbüchern finden und natürlich auch immer wieder in der Presse wiederholt, Globalisierung ist wachsende Verflechtung der Bevölkerung dieses Planeten durch anschwellende Flüsse von Menschen, Gütern, Kapital, Ideen und anderen kulturellen Gütern. Ganz freche Leute haben auch Viren und schlechtes Essen da hinten angefügt. Das müssen Sie sich nur so auf der Zunge zergehen lassen. Also hier ist in dieser Definition schon sehr viel von Wachstum die Rede. Das muss ich jetzt alles nicht weiter kommentieren. Und eigentlich könnte man sagen, dass das, was hier beschrieben ist, wir schon sehr lange beobachten können. Unsere Kollegen aus der Archäologie und Anthropologie zeigen auf, wie sich immer wieder schon die ersten Hominiden offenkundig über sehr große Distanzen Ähnlichkeiten genetischer Natur erarbeitet haben. Vielleicht hatten sie auch Vergnügen dabei, aber jedenfalls scheint es solche Globalisierungseffekte schon seit längerem zu geben. Jetzt ist sogar schon strittig, ob die ersten Menschen wirklich aus Afrika gekommen sind oder nicht doch vom Balkan. Und wahrscheinlich haben auch da Neandertaler heftig mitgeholfen. Also, Sie könnten eigentlich sagen, diese Definition trifft auf die gesamte Geschichte der Menschheit zu. Und häufig wird dann etwas eingeschränkter beschrieben, dass solche Globalisierung offenkundig in der frühen Neuzeit begonnen hätte.
Und dann werden eigentlich ganz alte Geschichten erzählt, die man auch lange vor dem Globalisierungsbegriff schon kannte. Die Europäer ziehen hinaus auf den Atlantik, entdecken Amerika. Da waren zwar schon welche, aber nur die Europäer waren des Entdeckens fähig, während die Eingeborenen natürlich das überhaupt noch nicht entdeckt hatten, dass da Amerika ist. Bekanntlich waren sie auf der Suche nach Indien, also es war auch alles noch ein Irrtum. Aber jedenfalls gibt es dann den berühmten Sklavenhandel. Ich zeige Ihnen nachher gleich ein populäres Bild davon. Und die Kolonialreiche, und eigentlich fühlen wir uns dann ganz wohl in unserer Zentralstellung in der modernen Weltgeschichte. Die neuere Forschung zeigt, dass das die Rolle des Atlantik dramatisch übertreibt und etwa Entwicklungen im Indischen Ozean ganz ähnlicher Art übersieht. Zweitens haben Ökonomen oder Wirtschaftshistoriker nachgerechnet, wie viel eigentlich diese Kolonialimporte zum GDP oder Äquivalenten, die man so einigermaßen abschätzen kann, für die frühe Neuzeit beigetragen hat. Und da kommen deprimierende 3-5% raus. Das heißt, in den im Wesentlichen agrarischen Wirtschaften, in denen Bauern in den einzelnen Ländern den absolut überwiegenden Teil des Bruttoproduktes erwirtschaftet haben, war der Zucker, der Pfeffer, der Tabak und so weiter eben eine vergleichsweise marginale Größe. Und dann ist die dritte Frage, ob die mit dem Sklavenhandel betriebene Plantagenökonomie, vor allen Dingen in der Karibik und in Brasilien, überhaupt bedeutsam ist im Sinne einer Quelle des modernen Kapitalismus. Und wenn Sie sich den amerikanischen Bürgerkrieg anschauen, dann gewinnt eben der Norden gegen den Süden 1865 und der Norden stützt sich auf modernes Manufakturwesen, auf Landwirtschaft freier Farmer und nicht auf Plantagenwirtschaft. Also insgesamt scheint diese Story mit ein paar Widersprüchen behaftet. Das Bild kennen Sie möglicherweise aus Ihren Schullehrbüchern. Ich habe weltweit gefragt, wer dieses Bild in seinem Schullehrbuch hat, und eigentlich haben alle bestätigt, dass sie damit aufgewachsen sind. Das ist das berühmte Sklaventreieck. Das ist ja ganz klar. Europa treibt das Ganze an, exportiert, wie wir wissen, schäbige Güter, was anderes konnten sie nämlich nicht produzieren, nach Afrika, raubt dort Sklaven. Wie die da ganz genau an die Landeplätze der Europäer kommen, ist ein bisschen unklar. Verschifft die dann nach Amerika und nur durch europäisches Genie kann man die Sklaven dort dazu bringen, aus dem an sich fruchtbaren Boden und dem schönen Wetter eben genug Produkte hervorzuzaubern, wozu die Eingeborenen nie in der Lage gewesen wären. Anschließend verschiffen die Europäer selbstverständlich diese Kolonialwaren nach Europa zurück und gründen den modernen Kapitalismus. Das ist die Story. Eine wirklich der populärsten weltgeschichtlichen Narrative, die man sich überhaupt vorstellen kann. Normalerweise frage ich jetzt, was fehlt auf diesem Bild? Was sehen Sie nicht? Richtig. Danke. Sie haben die Frage. Meistens mit den Studenten dauert das länger, aber die haben auch nicht so viel Geografie mehr, wie auch immer. Jedenfalls, also da fehlt Asien. Und aus irgendwelchen Gründen wird Südamerika auch nur kurz angesteuert. Das sieht dann allerdings, wenn wir nachrechnen, schon dieses Südamerika-Problem etwas diffiziler aus, denn das ist ungefähr die quantitative Berechnung der nach in die beiden Amerikas transportierten Sklaven. Da sehen Sie ganz deutlich dieser Sklavenhandel zielt ganz erheblich auf Brasilien und auf die Karibik und nur ein sehr dünner Strom geht eigentlich in das heutige Nordamerika. Nur dort gibt es viel mehr Forscher, die sich damit beschäftigen und deswegen wissen wir über Scarlett O'Hara viel, viel mehr als über die Sklaven in Brasilien. So, also Südamerika viel stärker geprägt von der Einwanderung, von der erzwungenen Einwanderung von afrikanischen Menschen. Das Problem ist aber, und insofern ist Ihr Hinweis auf Asien völlig korrekt, dass man sich fragt, wer hat das eigentlich angetrieben? Also wer hat dieses Dreieck in Gang gesetzt? Und dieses Dreieck wird in Gang gesetzt nicht von den Europäern, sondern von dem furchtbaren Silberdurst der Chinesen.
Die brauchen nämlich für ihre bereits hocheffiziente monetarisierte Wirtschaft Silber, um daraus Münzen zu prägen. Diejenigen, die chinesische Waren kaufen, sind die Europäer. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch von Timothy Brooks, wo er sich einfach die Familienporträts von Amsterdamer Kaufleuten anschaut. Also die reichsten der Europäer des 17. Jahrhunderts. Was sieht man auf jedem dieser Familienporträts? Chinesisches Porzellan. Ja, es gehörte also damals zum guten Ton, chinesisches Porzellan, Kacheln und Ähnliches zu haben, die man in Europa nicht finden konnte, weil die Produktion leider qualitativ noch nicht so weit gediehen war. Das Ergebnis, die Europäer mussten sich irgendwas einfallen lassen, um an dieses Zeug ranzukommen. Sie hatten nichts zu bieten. Das Silber, das in Europa gefunden worden war, vor allen Dingen im 16. und frühen 17. Jahrhundert, reichte nicht, um den chinesischen Markt zu befriedigen. Das heißt, der eigentliche Treiber dieses Dreiecks ist China. Und daraufhin machen die Europäer quasi als ordentliche Hilfsarbeiter des chinesischen Marktes den Rest des Geschäftes. Und das Entscheidende ist, dass das Silber in Südamerika liegt, vor allen Dingen in Potosí im heutigen Peru. Dieses Silber ließ sich aber nur exportieren, indem man Waren dort anbot. Denn auch die Leute in Südamerika waren durchaus darauf geeicht, Waren zu bekommen, deren Qualität sie trauten. Die mussten in den Plantagen erstmal hergestellt werden. Und dann ist noch die dritte Frage, was passiert nun eigentlich mit den afrikanischen Sklaven? Wer hat die eigentlich verkauft? Und dann sehen wir, dass in Afrika, in dessen Inneres kein Europäer vor 1840 gekommen ist, im Wesentlichen sklavenjagende Gesellschaften unterwegs waren. Und diese Sklavenjäger haben die Preise auf dem Weltmarkt für Sklaven bestimmt. Nicht die Europäer mit ihrem Fusel, wie wir uns das immer so einreden. Das Spannende, wenn ich nochmal zurückgehen darf, ist übrigens hier die Datierung dieser Karte. 1810, das ist grosso modo das offizielle Ende des Sklavenhandels. England verbietet 1807 den Sklavenhandel und 1815 auf dem Wiener Kongress gibt es eine Erklärung, die den Sklavenhandel nördlich etwa dieser Linie verbietet. Spanien und Portugal wollten noch ein bisschen Sklaven handeln, deswegen war Angola, das heutige Angola, aus dieser Geschichte ausgenommen. Der tatsächliche illegale Sklavenhandel geht aber bis 1880 weiter. Und die Schätzungen besagen, dass etwa so viele Sklaven im 19. Jahrhundert illegal gehandelt worden sind, wie in der gesamten frühen Neuzeit zusammen offiziell und zulässig. Das heißt, wir haben im 19. Jahrhundert eine Verknüpfung von Sklaverei und Industrialisierung. Das hat die neuere Arbeitsgeschichte herausgestellt, die betont, dass eben nicht der freie Lohnarbeiter den Sklaven ablöst, sondern dass ganz viel Kuli und Sklavenarbeit in die modernen Arbeitsverhältnisse mit eingeht. So viel zur frühneuzeitlichen Globalisierung, aber de facto, wenn Sie sich jetzt an die Definition erinnern, dann stellt sich heraus, dass wir, nachdem diese Globalisierung offenkundig schon eine ganze Zeit läuft, nicht nur immer noch Grenzen haben, sondern immer mehr Grenzen bekommen. Die Zahl der Staaten ist gewachsen in den letzten 200 Jahren und mit den Staaten natürlich auch ihre Grenzen. Das heißt, Globalisierung führt nicht zu Grenzenlosigkeit. Das ist schon mal Nummer eins. Zweitens, es ist offenkundig kein friedlicher Expansionsprozess, bei dem alle immer glücklicher werden, sondern es ist ein Prozess, in dem Blut, Schweiß, Mord, Bürgerkrieg, Revolution und Ähnliches zu beobachten sind. Lange Zeit bleibt der Effekt auf die einzelnen Gesellschaften dieser globalen Verflechtungen gleichwohl extrem marginal. Ich hatte vorhin 5% ökonomischen Effekt genannt. Wenn Sie die Zahl der Menschen, die überhaupt damit in Berührung kommen, dass es andere Kontinente gibt, zusammenrechnen, dann liegt das sogar noch unter 5% der damaligen Weltbevölkerung.
Dies hat nun zu einer herausfordernden Definition geführt, das gebe ich sofort zu, die widerspricht dem, was Sie täglich in der Zeitung lesen können und die widerspricht dem, was über Globalisierung in den Sozialwissenschaften gesagt wird. Globalisierung in dieser Perspektive ist ein sehr langer historischer Prozess, der einen neuen Weltzustand herstellt, indem er ganz langsam, ganz punktuell und immer wieder zurückgeworfen Kontinente, Länder, Kulturen miteinander in Verbindung bringt, bis es zu einem qualitativen Umschlagpunkt kommt, den wir die Global Condition nennen. Ehrlich gesagt, diese ganze moderne Forschung spricht Englisch und findet häufig gar keinen schönen deutschen Begriff für diese Sache. Globalisierungsbedingungen trifft es eigentlich nicht. Diese Global Condition ist ein neuer Zustand der Welt. Und dieser neue Zustand der Welt tritt erst im späteren 19. Jahrhundert ein. Er ist also weder um 1500 mit Amerigo Vespucci noch 1989 mit Francis Fukuyama zu datieren, sondern er ist zu datieren etwa am Ende des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts. Lassen Sie mich das kurz übergehen. Was charakterisiert diesen sozialen Wandel? Erstens, Gesellschaften verändern sich von diesem Moment an und erst von diesem Moment an nicht mehr primär aus endogenen Faktoren, sondern durch die Interaktion mit anderen Gesellschaften. Und es entsteht dabei keine homogene Weltgesellschaft, also wo alle in einer Welt schön zusammenleben, ein Weltparlament gründen, dem die Entscheidung überlassen und dann alle einer Weltkultur anhängen, in dasselbe Kino gehen, sich von einem ständig wachsenden Weltmarkt beglücken lassen und Ähnlichem, sondern es entsteht eine ganz vielfältig fragmentierte Welt. Denn dieses späte 19. Jahrhundert ist der Moment der Entstehung von Nationalstaaten. Es ist aber auch der Moment der Entstehung von internationalen Organisationen. Widersprüchlich. Das ist der Moment, in dem eine zweite Kolonisierungswelle über Afrika und große Teile Asiens geht. Es ist ein Moment, in dem Städte eine neue Bedeutung gewinnen und sich auch über Ländergrenzen zusammenschließen. Das sind gewissermaßen die territorialen Formen, in denen sich diese Welt neu und extrem fragmentiert gestaltet. Daneben aber entstehen Produktions- und Vertriebsketten, die sich nur teilweise an die Grenzen nationaler Staaten halten. Netzwerke, denken Sie nur an die vielen Formen von Solidarität, von der Frauenbewegung, die am Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr von sich reden macht als wirklich globales Phänomen, über antikoloniale Aktivisten, die sich über die Grenzen von Imperien hinweg miteinander in Verbindung setzen. Denken Sie an die Numismatiker, denken Sie an die Esperanto-Sprecher und vieles, vieles andere mehr. Also Netzwerke, in denen Identität nicht primär national, sondern vorrangig über eine bestimmte Präferenz politischer, sozialer, kultureller Natur gebildet wird. Die SIZs, wenn Sie sich fragen, was das ist, Special Economic Zones, sind komische Gebilde, in denen nach dem Vorbild der 1946 in Shannon in Irland gebildeten ersten Steuerfreizone inzwischen über 3000 solche Gebiete weltweit eingerichtet worden sind, in denen die Autorität des jeweiligen Staates nur noch sehr bedingt gilt, vor allen Dingen keine Steuern eingenommen werden, Arbeitsrecht ausgesetzt ist und so weiter und so fort. Zonen, in denen Investoren und nicht die jeweilige nationale Regierung bestimmen, was eigentlich passieren soll. Und natürlich entstehen etwa um 1870 Kapitalmärkte und Börsen, zuerst für Getreide und Fleisch und inzwischen ja de facto für alles, inklusive Aktien von Fußballclubs, die Trainer entlassen. Das ist definitiv keine territoriale Form der Selbstorganisation von Gesellschaften. Ich will Ihnen nur ein Bild zeigen, um die Dramatik dieses Wandels klarzumachen. Das ist Syrien vor ein paar Monaten. Da sind die verschiedenen Einflusszonen aufgezeichnet.
wo die Hisbollah dominiert, wo der IS dominiert und so weiter und so fort. Ich will Sie jetzt gar nicht zu einer Spekulation einladen, ob das am Ende rot, grün, grau, dunkelgrau oder vielleicht auch blau wird. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Syrien je wieder einfarbig wird, ist relativ gering. Das heißt, Territorialisierung ist etwas, was wir in Mittel- und Westeuropa für relativ stabil halten, was aber keineswegs global als stabiler Vorgang zu beobachten ist, sondern vielmehr die Auflösung. Viele halten das für Failing States. Ich würde das eher für einen Ausdruck eines ganz allgemeinen Trends weg vom klassischen Territorium halten. Und hier ist nur Politik und Militär aufgetragen. Hier ist noch nicht mal die ökonomische Dimension des illegalen Verkaufs von Öl mit eingerechnet. Zusammen mit dieser Global Condition und mit den damit einhergehenden Prozessen einer Neuverräumlichung der Welt entstehen Migrationsregime, nachdem bis etwa 1820 vor allen Dingen lokale und kleinräumige Migration eine zentrale Rolle gespielt hat. Es entstehen drei große Migrationsregime, die ich Ihnen gleich zeigen will, und es entsteht ein Anteil an der Weltbevölkerung von 2,3%, der wandert. Sollten Sie also je wieder hören, dass Russland demnächst 50 Millionen seiner Menschen in Wanderung versetzt oder dass mehr Menschen aus dem Senegal abwandern, als dort überhaupt eingetragen sind, dann kann ich Sie vielleicht mit dieser kleinen historischen Zahl beruhigen. Der Migrationsstock der Weltbevölkerung ist nie über 2,3% gestiegen. Nur die Weltbevölkerung ist ein bisschen größer geworden. Aber ansonsten das heißt es ja im Umkehrschluss, 97,7% der Leute so sesshaft wie wahrscheinlich wir alle hier im Raum. Ja? Also man fährt mal in Urlaub, aber das würde man ja noch nicht als Migration beschreiben. Es sei denn, das Flugzeug ist weg, wenn man zurückkommen will. Ob sich aktuell ein neues Migrationsregime herausbildet, ist unklar. Der Kalte Krieg hat auf jeden Fall die Entwicklung der drei Regimes unterbrochen. Ich will Ihnen diese drei Regimes kurz nennen. Das eine ist faktisch die Wanderung von Europa nach Amerika. Das war das, was wir immer als Migrationsgeschichte kannten. Das sind etwa 55 bis 60 Millionen Menschen, die zwischen 1840 und 1940 wandern, auswandern, wie das damals hieß. Und die anderen beiden, die hat man schlicht übersehen in der historischen Forschung. Nämlich einmal von Südasien nach Südostasien und in den pazifischen Raum und das andere Mal von Nordostasien in Richtung Sibirien, Mandschurei und nach Japan. Wenn Sie aber die Zahlen sich anschauen in der dritten Kolonne, dann sehen Sie, dass diese beiden Migrationsströme genauso groß waren wie der atlantische. Das heißt, unser Bias, den Atlantik für besonders bedeutsam zu halten, der reicht immer genau so weit, bis jemand mal konkret nachzählt. So viel sozusagen zur Relativität des einen oder anderen historischen Erzählmusters. Dies hat zwischen 1840 und 1940 zu einer massiven Umverteilung der Weltbevölkerung geführt, die gleichzeitig natürlich auch wächst. Ja, Sie sehen im oberen Teil der Tabelle die Gebiete, die gewinnen, die Amerikas, Nordasien und Südostasien, und zwar in ihrem jährlichen Wachstum deutlich über 1. Und dann sehen Sie die, die verlieren, Europa am meisten, China am wenigsten und Afrika liegt ungefähr im Weltdurchschnitt, sodass wir am Ende eine Weltbevölkerung haben, wie Sie sie etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts kennen, mit einem großen Schwerpunkt in Asien. Das führt nun zu der Frage, welche Rolle spielt der demografische Wandel insgesamt, vor dem das ja abläuft. Also dieser Wanderungsdruck entsteht ja durch das Wachstum der Weltbevölkerung. Und dann sehen Sie, dass bis 1870 die Zahlen ausgesprochen modest bleiben.
0,4% jährliches Wachstum der Weltbevölkerung ist eigentlich ganz harmlos. Wobei die Zahlen zwischen 1000 und 1500, die sollten Sie jetzt nicht auf die Einzelperson genau nehmen. Ja, das können Sie sich vorstellen, wie Historiker da arbeiten müssen, um solche Zahlen zu erreichen. Wir erleben dann ein sehr rasches Wachstum der Bevölkerung in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts mit dem Höhepunkt eines jährlichen Bevölkerungswachstums von 1,9% in der Periode von 1950 bis 1973. Wenn Sie sich die Zahlen dann weiter anschauen, sind Sie entweder beunruhigt oder beruhigt, je nachdem, wie Sie vom Gemüt her so drauf sind, ob Sie vom Aussterben der Menschheit, von der Nichteinhaltung des Generationenvertrages betroffen sind oder ob Sie sagen, hoffentlich kommen da nicht noch mehr Menschen. Aber jedenfalls, die Zahlen gehen nun inzwischen seit 40 Jahren ständig zurück. Die Weltbevölkerung wächst nicht mehr im selben Tempo, wie sie vorher gewachsen ist. Und natürlich ist nach 1973 ein weiteres Anwachsen der Weltbevölkerung klar. Also wenn die jährlichen Raten in der Phase zuvor groß sind, dann ist die Folge natürlich noch größeres Wachstum, also in absoluten Zahlen, in der darauffolgenden Periode. Aber jegliche Fantasien, dass demnächst nicht mehr Platz für ihre beiden Füße ist, lässt sich aus dieser Kurve jedenfalls nicht ableiten. So, das gibt uns aber einen Indikator, dass irgendetwas um 1870 geschehen sein muss. Also einerseits starkes Anwachsen der Weltbevölkerung, zweitens Umverteilung der Weltbevölkerung durch diese Migrationsströme. Nun gibt es eine These eines englischen Historikers, der den Titel eingeführt hat, aber inzwischen wird er weit benutzt, das europäische Wunder. Die Frage stellt sich also, warum passiert der entscheidende Durchbruch zu modernen industrialisierten Verhältnissen ausdrücklich in Europa? Warum erobert Europa etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine exzeptionelle Stellung? Sie alle wissen, dass die industrielle Revolution irgendwas damit zu tun hat. Dabei geht es um den Übergang zu neuen Energiequellen, im Wesentlichen Kohle in dieser Zeit. Und damit dann die Möglichkeiten, das Fabriksystem einzurichten, Transport und Kommunikation zu verbessern. Etwa 40, 50 Jahre später schließt eine zweite industrielle Revolution an, die vor allen Dingen Elektrochemie und Automobilbau einschließt. Das nur als Erinnerung. Letztens war ich auf einer Tagung in Manchester und die Kollegen wollten unbedingt diese erste Spinning Jenny sehen und kamen völlig enttäuscht aus dem Museum wieder und sagten, wie winzig das Ding eigentlich ist. Das hat also hier auf diesem Bild ja eine fast phänomenale Größe, ist aber de facto, naja, so dieser Tisch. Das ist der Beginn der industriellen Revolution, ist also eher bescheiden und brauchte dann noch einen Moment, um größer zu werden. Möglicherweise wichtiger war dieser Schritt. Hier sehen Sie noch das Signalsystem, das die Franzosen verwendet haben, den optischen Telegraphen. Da wurde so gewackelt und der Nächste hat dann gesagt, weiter gewackelt. Man musste quasi auf jedem Hügel wieder so einen optischen Telegraphen aufstellen, weil man ja sonst nicht drüber gucken konnte. Rauchzeichen hatten ja bekanntlich nur die Native Americans. Thomas Edison hat dann diesen berühmten Morse-Apparat erfunden und der führt zu dieser Situation, dass das britische Empire in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieses Telegraphennetz aufbauen kann, das eben nicht die ganze Welt erfasst, aber die Teile des britischen Empire ganz hervorragend miteinander verflicht. Warum ist das bedeutsam? Weil sie nur auf dieser Grundlage moderne kapitalistische Spekulation betreiben können. Vorher fuhr ein Schiff von Australien nach London oder von Kanada nach London mehrere Monate. Die Nachricht, dass die Ernte dieses Jahr in Kanada schlecht ist, dass demzufolge die Getreidepreise weltweit steigen werden, die dann zur Spekulation führen könnten, brauchte also 2 bis 3 Monate.
Misstrauische Spekulanten hätten gesagt, da fahren wir lieber noch mal hin und gucken nach, ob das wirklich stimmt. Sie sehen also, unter diesen Umständen ist globale Spekulation schwierig zu machen. Mit diesem Telegrafennetz war es nun möglich, innerhalb von 24 Stunden aus jeder Ecke des britischen Empire die Information zu bekommen, wie sich eigentlich die Dinge so entwickeln, sodass sie also nicht mehr nur auf langfristig wachsende Dinge wie Getreide oder Rindviecher, sondern auch noch auf viel schnelllebigere Produkte spekulieren können. Das heißt, das Telegrafennetz wird zu einer der zentralen Voraussetzungen für den modernen Spekulationskapitalismus mit seinen Börsen. Und die Börsen, das erklärt jeder Ökonom, haben den Vorteil, dass sie das Kapital genau dorthin bringen, wo es benötigt wird, nämlich wo es die höchste Rendite erwirtschaftet, also den größten Profit. Wie immer, also Sie wissen ja, diese etwas euphemistischen Formulierungen, wo das Kapital gebraucht wird und dann kommt es mit seiner Schaufel und hilft und so weiter. Also, kurz der Telegraph, das eine Element und das zweite Element, das Dampfschiff. Das Dampfschiff mit seinen Transportkapazitäten und seiner Geschwindigkeit ermöglicht dann eben auch das Getreide an die Orte zu bringen, wo gerade die Preise am höchsten sind. Also die Spekulation macht ja nur Sinn, wenn Sie sie hinterher auch materiell realisieren können. Und nicht einfach nur feststellen, die Preise sind gestiegen in Kanada. Ja, mein Gott, aber da muss ich ja was verkaufen, damit in Kanada ein Gewinn entsteht. So. Und das ist das britische Facebook von heute. Und wenn Sie die beiden Grafiken vergleichen, dann entdecken Sie eine gewisse Kontinuität. Also manches, was die Facebook-Nutzer von heute so verknüpft mit anderen, ist offenkundig aus der Zeit des Telegrafennetzes. Ich finde das immer ganz amüsant, weil meine Kinder mir natürlich erklären, dass sie von all diesem historischen Kram überhaupt nicht berührt seien, sondern alles sei neu, was sie mit ihren Geräten machen. Und dabei trampeln sie einfach nur auf jenen Pfaden herum, die unsere Vorfahren schon angelegt haben. Dafür muss ich heute Abend ganz bestimmt noch büßen für diese Bemerkung. So, warum industrielle Revolution in Europa? Wichtige Gründe sind, dass es Sonderbedingungen in England gab, ein gut ausgebautes Transportsystem, billige Arbeitskräfte, die Eigentumsrechte waren staatlich relativ gut garantiert. Insgesamt bleibt aber diese industrielle Revolution ausgesprochen unrevolutionär. Die hat nämlich vergleichsweise niedrige Wachstumsraten. Jährliche Wachstumsraten von 1%. Wissen Sie, wie da die Bundesregierung jammert, wenn das in der Prognose steht? Im 19. Jahrhundert fand man 1% schon ganz okay. Also, diese industrielle Revolution ist ein sehr langsamer, vorsichtiger Prozess. In Frankreich sind die Wachstumsraten wahrscheinlich noch niedriger, aber aus irgendeinem Grund haben die Franzosen relativ früh Verhütung gelernt und haben schon im 18. Jahrhundert die Zwei-Kind-Ehe eingeführt, während man in England noch bei 8 und in Preußen bei 12 Kindern war, wovon dann immer ein größerer Teil schon relativ früh starb. Aber jedenfalls wird das Bevölkerungswachstum unter Kontrolle gebracht, sodass in Frankreich der Wirtschaftswachstumseffekt wahrscheinlich komplett demografisch verursacht ist und überhaupt nicht technologisch. Und große Teile Europas haben eigentlich mit industrieller Revolution gar nichts zu tun. Ja, also weder in Nordfinnland noch in Südspanien gibt es eine industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Am Anfang des 20. Jahrhunderts versucht der finnische Staat, Telegrafenmasten in Nordfinnland zu errichten. Das fanden die Bauern gut und haben die abgesägt und verheizt. Und es ist ihnen kein Schaden daraus entstanden, wie man an der heutigen finnischen Schulsituation erkennen kann. Gut, jetzt zeige ich Ihnen bloß ein paar Bilder, die sind aus einem amerikanischen Projekt, wo einfach über das Internet hübsche Abbildungen gemacht werden. Stellen Sie sich bitte immer eine Weltkarte dahinter vor. In diesem Schwarz liegt eine Weltkarte, das ist die Dichte des Internets 2007. Das sind die weltweiten Stadt-zu-Stadt-Verbindungen. Sie sehen, eigentlich redet nur Europa mit Amerika. Ja, alles, was dunkel ist, da ist fast nichts. Und die Australier kriegen noch ein kleines bisschen was ab.
Und das ist die Konnektivität des Internets weltweit aufgezeichnet. Da sehen Sie auch einen massiven Unterschied zwischen Europa und Nordamerika auf der einen Seite und dem Rest der Welt, dessen Konnektivität deutlich geringer ist. Das wissen Sie auch alles. Sie steigen irgendwo aus dem Flugzeug und versuchen, Verbindung zu kriegen, und es ist nicht ganz so günstig wie zu Hause. Das Argument, das hier dahinter steht, ist, Europa hat sich mit diesem Take-off im 19. Jahrhundert einen Vorsprung erarbeitet, den es bis heute hält. Die Frage ist, ist das auch theoretisch zu fassen? Und interessanterweise wird dieser historische Prozess der Herausbildung des modernen Kapitalismus natürlich auch von Menschen, die noch keine Ökonomen sind, sondern Moralphilosophen und Ähnliches, kommentiert. Und zwar in einer Weise kommentiert, dass man glauben könnte, das sind self-fulfilling prophecies. Denn vieles von dem, was zum Beispiel Adam Smith in The Wealth of Nations geschrieben hat, das konnte der noch gar nicht wissen. Aber das wird heute trotzdem von modernen Ökonomen so gedeutet und zitiert, als hätte er über unsere Gegenwart gesprochen. Der erste Punkt, er sagt, Arbeit ist die Grundlage von Reichtum und nicht die Natur. Nicht die Ausbeutung der Natur, sondern Arbeit. Viele sagen, das sei der Ursprung des Marxismus und der in ihm verankerten Werttheorie. Etwas liberaler ist der berühmte Satz, dass Wettbewerb ohne Staatseingriff die eigentliche Grundlage für den modernen Kapitalismus ist. Also wenn man den Kapitalismus in Ruhe lässt, den Markt wirken lässt, dann spezialisieren sich Produzenten. Durch die Spezialisierung steigt die Qualität und vor allem der Umfang ihrer Produktion. Adam Smith nimmt das Beispiel eines Nähnadelherstellers, der allein, wenn er das nicht spezialisiert täte, Mühe hätte, eine ordentliche Nähnadel pro Tag zu produzieren. Und er sagt, innerhalb weniger Jahre der Spezialisierung produziert dieser Nadelhersteller 5000 Nähnadeln an einem Tag. Mit Maschinen. Ist ja auch relativ einfach, da ein Loch reinmachen und eine Spitze ran und fertig. Aber dafür muss man investieren in diese Maschine und so weiter. Also mit solchen eher doch aus dem handwerklichen Bereich kommenden Beispielen präsentiert Adam Smith die Idee, wenn sich da der Staat fein raushält, dann machen die Produzenten das und dann führt die unsichtbare Hand, sorry, wenn ich Ihnen die jetzt trotzdem gezeigt habe, führt diese unsichtbare Hand des Marktes dazu, dass das Streben nach individuellem Glück Grundlage des Gemeinwohls ist. Sie erkennen möglicherweise den einen oder anderen Diskurs aus dem Fernsehen von gestern oder vorgestern Abend wieder. Ja. Davon konnte der allerdings gar nichts wissen, dass die FDP inzwischen dieses zum Parteiprogramm erhoben hat. Oder anderes. Das Lustige ist, Smith war selber Zollinspektor, also Staatsangestellter, mit ständigen Eingriffen in die Wirtschaft. Mit dem Erheben von Zöllen, sobald etwas über Grenzen transportiert wurde. Und er sagte, auch selbstverständlich muss ein Markt reguliert werden, wenn Fragen der nationalen Sicherheit im Vordergrund stehen. Ja, also Gemeinwohl ist bei Smith nicht das segensreiche Wirken des Marktes, sondern dass der Staat sicher ist. Und solange der Staat sicher ist, kann man die unsichtbare Hand wirken lassen, aber wenn der Staat irgendwie in Gefahr gerät, braucht er Zollinspektoren, die die Grenzen bewachen. Er spricht heftig gegen Monopole und Kartelle. Das kennen Sie auch, ohne zu wissen, dass zwischen 1860 und 1920 Monopole und Kartelle der letzte Schrei der Wirtschaftswissenschaft waren, um moderne Wirtschaften in Gang zu setzen. Das letzte Argument bei Smith kennen Sie dann auch. Der freie Markt ist durch die Spezialisierung die einzige Möglichkeit, das Wirtschaften zu regulieren, denn durch die Spezialisierung ist alles so kompliziert geworden, dass Bürokraten an der Spitze des Staates das alles überhaupt nicht mehr regeln können. Er hat sich natürlich furchtbar gezankt mit seinen Zeitgenossen. Er war auf einer langen Reise in Frankreich und hat dort mit den Physiokraten und den Merkantilisten in Frankreich, die irgendwie der Meinung waren, der Staat müsste da schon ein bisschen eingreifen, ordnend,
rumgezankt. Aber sein Französisch war wohl so schlecht, dass er die Widerrede gar nicht verstanden hat. Smith sagt auch, naja, also es ist selbstverständlich, dass unter diesen Verhältnissen es Reiche und Arme gibt. Das lässt sich nicht ändern. Aber wenn es den Reichen besser geht, dann werden sie wegen des Gemeinwohls den Armen immer mehr abgeben und dann geht es auch den Armen besser. Also ein Trickling-Down-Effekt, solange Wachstum garantiert ist. Ja, Sie sehen, da schreibt einer 1776 viel kluges Zeug, was seitdem immer wiederholt wurde. Smith ist nicht sehr weit gereist. Er stammte aus Schottland, ist ein bisschen in England rumgefahren und war als Prinzenerzieher in Frankreich. Also er kannte eigentlich nur zwei Länder dieser Erde, und zwar zwei Länder, die relativ früh eine sehr weitgehende Territorialisierung erlebt hatten, im Unterschied zu Imperien und offenen Wirtschaftsgebieten, die gar nicht so starke Grenzen hatten. Also das heißt, er ist aus guten Gründen der Erfinder der Nationalökonomie, das heißt einer Wirtschaft, die denkt, dass Nationen, nationale Ökonomien die entscheidende Entität in der Welt sind. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, das ist durchaus nicht zwingend so, sondern das verändert sich ganz dramatisch im Laufe der Entwicklung. Dem Staat sieht er Aufgaben für Landesverteidigung, Bildung ganz wichtig. Hören Sie immer bei Smithianern, Bildung ist wirklich wichtig. Also für die Ausbildung der Arbeitskräfte soll auf gar keinen Fall der Arbeitgeber irgendwie verantwortlich sein, sondern das ist eine Staatsaufgabe. Und der Rechtsstaat verantwortlich. Das frühneuzeitliche Kolonialsystem interessiert ihn weniger. Ersatzsklaverei ist eigentlich nicht nett, sollte man lassen. Und Edelmetall sollte man eigentlich auch nicht groß transportieren, weil da wenig Arbeitswert drin steckt, außerdem ein bisschen Bergbau. Aber vom demografischen Wandel hat er keine Ahnung. Innovationssysteme konnte er nicht denken. Also die Beispiele liegen eben auf der Größenordnung eines Nähnadelherstellers, als wären moderne Gesellschaften nur an der Produktion von Nähnadeln interessiert. Und dann will ich Ihnen nur noch einen zweiten Theoretiker ganz kurz nennen. Max Weber ist mein Lieblingstheoretiker. Der hat gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts dann, naja, also Smith, alles gut und schön, aber damit können wir letztlich nicht wirklich erklären, warum die Welt so ungleich ist. Denn es gibt ein großes Problem. Wir haben inzwischen entdeckt, dass diese Chinesen und Inder eigentlich früher fantastische Lyrik geschrieben haben. Also hochentwickelte Kultur, extrem verfeinerte Fluss- und Kanalsysteme. Also diese alten Reiche in China und in Indien, die haben schon was. Das kann man nicht so einfach wegwischen. Das sind keine Barbaren, sondern das sind hochzivilisierte Leutchen. Nur, es hat ihnen irgendwas gefehlt, um zum modernen Kapitalismus durchzustoßen. Und da findet er zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist Religion. Der Protestantismus mit der Vorstellung, dass das Seelenheil dem Erfolgreichen gegönnt wird, hätte einige Leute motiviert, sozusagen besonders engagierte Kapitalisten zu werden, um sich damit einen guten Platz im Jenseits zu besorgen. Und das andere ist die Bürokratie in China. Also die Idee eines starken Staates in China, Bürokraten erdrosseln den modernen Kapitalismus. Das geht zu Smith zurück, der sagt, naja, wer seinen Kapitalisten keine Freiheit gibt, ist selbst schuld. Und die Geschichte kennen Sie ja auch aus Osteuropa. Also wer sowas macht, muss sich dann nicht wundern, dass es schief geht. Das will ich mal übergehen. Ich glaube, ich gerate ganz aus der Zeit. Heute hat man inzwischen entdeckt, dass auch Katholiken Kapitalismus können. Also, dass es nicht am Protestantismus gelegen haben kann. Dass sogar Buddhisten Profitraten über 10% erreichen. Und mit dem chinesischen Staat ist das auch so eine Sache. Da komme ich dann nochmal drauf zurück. Aber es gibt vier Argumente, die man heute im Wesentlichen in der Forschung für die Erklärung dieses europäischen Vorsprungs annimmt. Das eine ist Konkurrenz, Staatenkonkurrenz. Die Vielfalt der Staaten, von denen keiner sich wirklich durchsetzen konnte und den europäischen Kontinent
beherrschen konnte, sei ein Vorteil gegenüber den Großreichen, vor allen Dingen in Asien, die das alles unter eine Fuchtel gebracht haben. Ich las vor kurzem wieder einen Ökonomen, der dieses Argument gegen die EU in Stellung brachte und sagte, mit dieser großen Tradition sollten wir nicht brechen, wir sollten uns möglichst heftig bekriegen als Kleinstaaten, damit wir also nicht in die Falle sozusagen der Großstaatlichkeit tapsen. Nun, also Herr Juncker jedenfalls argumentiert andersrum. Er sagt, wir können gar nicht groß genug sein, um mit China mithalten zu können. Das ist eine offene Frage. Aber ich finde es überhaupt erstaunlich, wenn Leute historische Argumente einfach so übernehmen. In diesem Artikel war überhaupt keine Rede von den Kosten des 30-jährigen Krieges als Effekt dieser Kleinstaatereien in Europa. Zweitens, ein sehr ernstzunehmendes Argument, das können Sie baulich hier sehr schön in der Beethovenstraße beobachten. Eigentlich schafft es nur Zentral- und Westeuropa in größerem Umfang eine Struktur der Wissensaufbewahrung in dieser Zeit zu schaffen. Interessanterweise ist im 9. bis 13. Jahrhundert der Vorteil im arabischen Raum mit den Häusern des Wissens, wo alte, antike Manuskripte gespeichert wurden. Aber in der Neuzeit finden Sie nur sehr wenige Universitäten und Bibliotheken in außereuropäischen Räumen. Lima ist eine spanische Kolonialgründung und dann ist es auch schon fast. Das Problem, das dahinter steht, ist folgendes. Vieles von dem, was im 19. Jahrhundert für die Industrialisierung an Wissen gebraucht wurde, war eigentlich seit dem 16. oder 17. Jahrhundert bekannt. Möglicherweise sitzen auch in diesem Raum zwei, drei Genies. Ich weiß nicht, wie heißt eigentlich die weibliche Form von Genie? Egal. Also jedenfalls auch weibliche Genies, die sich irgendwas Tolles ausdenken, aber es findet sich partout kein Kapitalist und kein Wagniskapitalgeber, der jetzt und heute dafür Geld einsetzt. Genau das passiert im 16. und 17. Jahrhundert. Und die Frage ist, geht dieses Wissen dann verloren? Wird es in einem einzigen Manuskript in der Familie weitergegeben und hinterher kann man sagen, also wir hatten ein ganz tolles Genie früher mal in unserer Familie? Oder landen diese Schriften, und die meisten Genies können sich ja nicht enthalten, das alles aufzuschreiben, was sie erfinden oder aufzeichnen, landen die in öffentlich zugänglichen Institutionen? Ja, und wenn Sie hier in die Handschriftenabteilung der UB gehen oder dann später auch in die Buchabteilung, dann sehen Sie Hunderttausende von nicht realisierten Ideen. Einige davon ist auch gut, dass die nicht realisiert wurden, aber bei anderen könnte da durchaus noch eine Idee für ein Start-up drinstecken. Und das interessanterweise schafft Europa im Unterschied zu anderen Teilen der Welt. In fast jedem technischen Bereich, den wir für die industrielle Revolution betrachten, wird die Erfindung nicht an einem Ort gemacht, sondern die Erfindung, die dann zum technologischen Durchbruch führt, ist eigentlich eine Erfindung, die an mehreren Standorten gemacht wird und von der Kommunikation der Erfinder lebt. Auch etwas, was in Europa erleichtert worden ist, interessanterweise durch den Konfessionalismus. Die Leute wurden ja ständig vertrieben. Die mussten ständig weiterziehen. Die mussten ständig irgendwie neue Freunde suchen. Ja? Inklusive Gründung dieser Universität und so weiter. Also es gibt ja viele Beispiele für die Zirkulation von intellektuellen Eliten in Europa, die eben dazu führen, dass man Erfindungen eher als kollektiven Vorgang hat. Und das letzte Argument, das kommt quasi in der neuen Institutionenökonomie sehr prominent vor, Europa schafft es, Eigentum und vor allen Dingen intellektuelles Eigentum relativ früh zu definieren. Das heißt, der Erfinder hat einen Anspruch darauf, von dem Verwertungsertrag etwas zu bekommen. Das wurde ursprünglich vor allen Dingen vorangetrieben von der Frage, was wird aus Goethes Manuskripten und darf der Verleger das Geld alleine einsacken? Aber aus dieser Überlegung, was ist das geistige Eigentum eines Dichtergroßfürsten, entsteht auch ein Patentrecht und eine Überlegung dazu, wie viel muss eigentlich der Erfinder kriegen gegenüber dem Unternehmer, der die Erfindung verwirklicht. Gleichzeitig ist diese Story von Europa als der Führungsmacht in der Weltwirtschaft eine sehr kurzlebige. Deswegen habe ich nur kurz diese Folie hier vorbereitet. Wir müssen uns klar machen,
dass hinter diesem European Miracle eigentlich ein optischer Trick steckt. Man sagt nämlich, die USA gehören zu Europa. Das hat man lange Zeit betont, das ist in den letzten 3-4 Tagen etwas weniger geworden, dass man das betont. Und da ist ja auch was dran durch die Emigration und so weiter. Aber natürlich handelt es sich eigentlich um zwei Hegemonien, nämlich eine westeuropäische, britische, und eine nordamerikanische. Und die sind von relativ kurzer Dauer jeweils. Das ist eigentlich mein zentrales Argument. So, Sie sehen, ich bin schon beim zweiten Punkt. Na gut, Sie können das noch ein bisschen ertragen. Okay, ich versuche ganz schnell zu machen. Also die zentrale Idee war, Europa ist vorn und die anderen sind hinterher. Aus verschiedensten Gründen. Und auf einmal erdreisten sich die Chinesen, Wachstumsraten aufzulegen, die nach diesem Modell eigentlich nicht zulässig wären. Das hat sofort die Frage aufgeworfen, müssen wir unser ganzes Narrativ ändern? Das erste Buch, das dazu erschienen ist, trug den schönen Titel Reorient. Also gehen wir zurück auf die Vorherrschaft des Ostens. Erinnern Sie sich, 17. bis 18. Jahrhundert, China ist eigentlich der wirtschaftlich führende Raum in der Weltwirtschaft. Interessanterweise wurde das nicht etwa von den Chinesen propagiert, sondern von einer Gruppe amerikanischer Historiker, die an der Westküste sitzen und die sich schon ewig darüber ärgern, dass an der Ostküste ihre Kollegen immer nur auf den Atlantik gucken. Und die haben angefangen, das pazifische Jahrhundert auszurufen und auf die Regierung ein bisschen Druck zu machen. Also wenn Historiker Druck machen, ist das immer niedlich. Aber da fanden sich auch ein paar Militärstrategen, die gesagt haben, möglicherweise ist da was dran, dass die Zukunft der Weltgeschichte im Pazifik entschieden wird und nicht im Atlantik. Mit dem Ergebnis, dass man angefangen hat, genauer hinzuschauen, was war eigentlich in China los? Warum ist China zurückgeblieben? Warum ist Asien und Afrika so weit zurückgeblieben, wie diese Zahlen das hier nennen? Sie kennen, glaube ich, alle sagen die Story, da ist die Peripherie, die dritte Welt, die Rückständigkeit und das alles. Dafür gibt es ganz viele Zahlen, die will ich Ihnen jetzt ersparen. Und natürlich der Versuch zu erklären, wie die Welt in einen führenden Westen und in einen zurückgebliebenen Rest geteilt worden ist. Soll man dazu China und Europa vergleichen? Soll man sich wirklich mit Max Weber anlegen? Ja. Rauskommt bei diesen empirischen Untersuchungen die sogenannte Protoindustrialisierung, also jene Textilherstellung, die noch in Handarbeit und mit ganz vorsichtigem Einsatz von ersten Maschinen erfolgt ist. Diese Protoindustrialisierung ist eigentlich erfolgreicher in China und, wie wir später sehen werden, auch in Indien als in Europa. Das heißt, von den Voraussetzungen her wäre China prädestiniert gewesen, den Durchbruch zur industriellen Revolution zu schaffen. Seine Überlegenheit im Handel mit Europa, also Handelsbilanz, ja, da würde wahrscheinlich der Vertreter aller Europäer des 18. Jahrhunderts hingehen und sagen, it's very bad, what you do with us, in der Folge von Trump, ja, waren auch die Chinesen überlegen. Und nun sagen einige dieser Forscher, tja, das ist auch eigentlich nur eine optische Täuschung, dass China hinterher ist. China hat genauso einen erfolgreichen Kapitalismus in Teilen des chinesischen Territoriums wie Europa in Teilen des europäischen Territoriums. Wir dürfen nicht Europa und China vergleichen, China ist viel zu groß, sondern wir müssen vergleichen die Zentren der Protoindustrialisierung und das sind die englischen Midlands, also ein relativ kleines Gebiet rund um die zwei Manchester-Fußballclubs, mit dem Yangtze-Delta. Das ist die eigentliche Zone der Protoindustrialisierung in China. Und dann ist der Unterschied nur zufällig. Der Unterschied besteht nämlich darin, dass in den Midlands auch noch Kohle war. Also dieser ganze Trick mit Telegraph, Steamship und so weiter, dort gut ging. Während in China die Kohle einfach 1000 Kilometer weg ist.
Und diese 1000 Kilometer, das hat eine Weile gebraucht, bis man die rangeschafft hat. Und das erklärt einen zeitlichen Rückstand Chinas gegenüber den British Midlands. Das hat ein anderer Autor, Pierre Fries, nicht so überzeugend gefunden. Und er hat gesagt, stimmt alles nicht. Man braucht nicht 30, 40 Jahre, um Kohle aus 1000 Kilometer Entfernung ranzubringen. Man sieht hier etwas ganz anderes, nämlich die Schwäche des chinesischen Staates. Der chinesische Staat hat seine Bevölkerung, / seine Produzenten, viel weniger besteuert als England. England hatte gewissermaßen den starken, ich will jetzt nicht sagen sozialistischen Staat, aber jedenfalls ist ganz entgegen dem, was Adam Smith uns erzählt, ein hochinterventionistischer Staat, der Wirtschaft fördert und der in der Außenwirtschaft Konkurrenten wegbeißt. Der chinesische Staat sagt, laissez-faire, die unsichtbare Hand des Marktes wird es richten. Da müssen wir uns nicht so aufregen. Wenn wir ein paar Jahre Rückstand haben, das ertragen wir mit Gelassenheit. Alles nicht so dramatisch, wir werden die Steuern nicht erhöhen. In einer Zeit, in der England seine Steuern von 3% auf 12% des GDP erhöht, bleibt China bei 2,4% des GDP an Steueraufkommen. Aus Angst vor Aufständen, aus welchen Gründen auch immer, das kann Ihnen meine Kollegin Elisabeth Kaske viel besser erklären, die sich intensiv empirisch damit beschäftigt. Das heißt, der gute Weber steht jetzt, ich weiß nicht, auf den Füßen oder auf dem Kopf, aber jedenfalls die Idee vom starken, despotischen Staat in China ist empirisch gesehen Mumpitz. Und offenkundig braucht es, um modernen Kapitalismus zu erzeugen, jedenfalls in der Anfangsphase, das können wir aus dem englischen Beispiel lernen, einen starken, interventionistischen, protektionistischen Staat. Adam Smith ist jemand, der Geschichten erzählt, die so nicht stattgefunden haben. Das fänden wahrscheinlich viele Ökonomen unsympathisch, aber es ist der empirische Befund, mit dem wir es hier zu tun haben. So, daraufhin kommt ein Indien-Historiker, Prasanan Pattasarathi, und sagt, es ist alles okay, was der für China gesagt hat, aber ich gucke mir das jetzt mal für Indien an. Und in Indien läuft die Sache noch viel extremer. Indien hat eine vergleichbar international kompetitive Textilindustrie. Und hier nutzt der britische Staat ganz brutal seine kolonialen Kapazitäten, um den Export dieser Textilien nach England zu unterbinden und dafür den Engländern die qualitativ minderwertigere Ware zu Hause zu offerieren. Das ist jetzt auch nicht das Idealbild des Liberalismus, dass man Kapitalismus dadurch erzeugt, dass man der heimischen Bevölkerung minderwertige Ware andreht, damit man eine überlegene Produktion jenseits der Mauer fernhält. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von Ironien, mit denen wir es zu tun haben, die vielleicht nicht ganz in das Bild passen. Die indischen Unternehmer sagen, eigentlich ist der indische Markt groß genug, wir scheren uns nicht besonders um diesen kleinen britischen Markt. Was sollen wir dahin exportieren? Wir haben hier genug Leute, die unser Zeug kaufen. Das erwies sich offenkundig als strategischer Fehler. Also, Staat ist jedenfalls am Beginn kapitalistischer Expansion nach diesen Forschungen wichtig und zentral. Staat interveniert, ist nicht nur Rechtsstaat und rahmensetzender Staat. Und wenn Sie das mit dem Washington-Konsensus vergleichen, dann gibt es da einen eklatanten Widerspruch. Inzwischen ist auch der IWF und die Weltbank an dem Punkt, wo man sagt, Good Governance ist important. Good Governance ist, glaube ich, der interventionistische Staat, wenn man das mal übersetzt. Interessant ist ja auch, dass Länder mit hochindustrialisierter Wirtschaft die deutlich höhere Staatsquote haben gegenüber sogenannten Entwicklungsländern. Ich will Sie jetzt nicht fragen, wie Sie die Staatsquote hierzulande schätzen und wie Sie die in anderen Regionen der Erde schätzen, können wir nachher vielleicht noch als Quiz machen. Okay, das ist eine schnelle Geschichte, die will ich Ihnen eigentlich ersparen. Es gibt auch noch die Lüge, die Annahme, dass die Entwicklungsländer dadurch betrogen würden, dass sie nur Rohstoffe exportieren, während sie die teuren Industrie- und Fertigprodukte kaufen müssen. Das ist die Terms of Trade These, die hält leider auch nicht, weil Rohstoffe im 19. Jahrhundert teurer waren als Fertigprodukte. Vor allen Dingen, weil die Getreidepreise in den Himmel gegangen sind. Gut.
Letzte Story, die ich Ihnen zu diesem Teil hier erzählen will. Nur hat man gesagt, das ist ja alles schön und gut, sollen doch diese Chinesen hinterherhasten, bis sie ihre Kohle haben, und die Inder sollen weinen, dass ihnen der Kolonialismus wehgetan hat. So ist es eben, aber jetzt sind wir eben vorn. Und damit besteht ja immer noch das Modell, dass die anderen diesen Mustern folgen müssen, weil sie sonst eben nicht auf den Pfad der Tugend des Wachstums und der globalen Hegemonie einrücken können. Und dazu hat David Christian, ein Historiker aus Australien, diesen sehr schönen Satz geschrieben. Innerhalb der letzten 200 Jahre wurden die fossilen Energiereserven verbrannt, die in 300 Millionen Jahren gewachsen sind. Das ist nicht wiederholbar. Das heißt, aus dieser Geschichte lernen wir eigentlich überhaupt nichts für heute. Diese Geschichte ist einmalig. Die Europäer haben einen Wachstumsprozess in Gang gesetzt auf der Grundlage des Verbrauchs von Ressourcen, das können Sie jetzt moralisch überhöhen, die allen gehören oder die Sie sich gut angeeignet haben, indem Sie clever waren, wie immer Sie die Geschichte erzählen wollen, aber die jedenfalls für andere Regionen der Welt so schlicht nicht wiederholbar ist, weil diese Ressourcen nicht nochmal zur Verfügung stehen oder der Verbrauch dieser Ressourcen Effekte hätte, die wir uns alle nicht wünschen. Übergehe das mal. Mich interessiert nur dieses Bild hier. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, aber hier sind so kleine graue Punkte auf dieser linken Grafik. Diese grauen Punkte sind die Entwicklung der Industrie in den 20 wichtigsten Staaten der Erde zwischen 1820 und 2010 beim Energieverbrauch. Das heißt, Sie haben einen stark steigenden Energieverbrauch in der ersten Phase und dann einen radikal runtergehenden oder nicht so radikal runtergehenden Energieverbrauch. Also wir haben keine lineare Aufwärtsentwicklung des Energieverbrauches, sondern es gibt sozusagen einen Punkt, der ist unterschiedlich hoch bei den einzelnen Gesellschaften und danach flacht die Kurve ab. Und wenn Sie rechts sehen, die Tendenzen in China und in Indien, dann sehen Sie auf eine gewisse Weise eine nicht politisch gewollte, aber unvermeidliche Angleichung an genau diese Erkenntnis. China folgt zunächst dem westlichen Muster, hoher Energieverbrauch für die Produktion und dann relativ rasches Absinken des Energieverbrauches pro erwirtschaftetes GDP. Indien kommt überhaupt nicht erst in diese Steigphase, sondern wird schon zeitlich etwa ab Mitte der 90er Jahre erfasst von dem notwendigen Abwärtstrend im Verbrauch fossiler Brennstoffe. Das heißt, Indien vor allen Dingen, aber auch China müssen sich einen anderen Weg einfallen lassen, als dies Westeuropa vorgemacht hat und tun das offenkundig auch. Ob sie das intentional tun oder ob sie das tun, weil die Ressourcen zu teuer geworden sind für sie, entweder in der Herstellung oder in der Beseitigung der Folgen, ist dabei gar nicht das Problem. So, ich komme zur Schlussfolgerung, damit Sie hier auch mal wieder rauskommen. Sie wollten ja auch noch Fragen stellen. Also, diese Great Divergence oder dieser große Unterschied zwischen Europa und China oder Asien ist inzwischen ein Zentralproblem in der Interpretation moderner Gesellschaften geworden. Je weiter wir die Ursachen dieses Unterschiedes zurückdatieren, desto überlegener konstruieren oder fantasieren wir uns Europa. Je später diese Great Divergence eigentlich einsetzt und je kürzer sie andauert, desto zufälliger, desto leichter zu überwinden ist sie. Der Unterschied in der Wirtschaftskraft Europas, Westeuropas und Chinas. Der Höhepunkt liegt zwischen 1880 und 1945. Das ist interessanterweise der Höhepunkt eines Raumformates, das wir Nationalstaat mit kolonialem oder imperialem Ergänzungsraum nennen. Das ist ein Raummuster, das es so vorher historisch nicht gegeben hat und das nach 1945 zunehmend unter Druck geraten ist und inzwischen langsam verschwindet.
im Kernbereich, in der Metropole eine Demokratisierung mit Bürgerrechten und allem drum und dran. Und in der Kolonie und in dem imperialen Ergänzungsraum Ausbeutung, Unterdrückung, Minderrechte und wirtschaftliche Abhängigkeit. Ob dieses Raumformat wiederholbar ist, daran kann man einen erheblichen Zweifel haben. Es gibt zwar immer die Fantasie, dass die Chinesen versuchen würden, das nachzumachen, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Es ist eher quasi eine Fantasie der Europäer, die sich mit sich selbst beschäftigen, den anderen das zuzutrauen, was sie selber in ihrer Geschichte gemacht haben. Globale Ungleichheit, ich will also gleich die Illusion beseitigen, dass ich hier einen Vortrag halte, bei dem ich Ihnen irgendwie anbieten kann, wie globale Ungleichheit verschwindet. Aber diese globale Ungleichheit verändert ihren Charakter. Wir haben sie im Laufe des 20. Jahrhunderts als globale Ungleichheit zwischen Großregionen. Da gibt es arme und reiche Regionen in der Welt. Und heute, Uli, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber heute findet man das eher in einer Stadt. Ja? Das heißt, globale Ungleichheit bildet sich ab zwischen den Villenvierteln und den Flüchtlingsheimen. Globale Ungleichheit findet statt zwischen den Kernbelegschaften bei Volkswagen mit relativ hoher Bezahlung vergleichsweise und den Zulieferfirmen, die vielleicht 500 oder 1000 Kilometer weg sind und als Leiharbeiter eingestellt sind. Das heißt, der Unterschied ist nicht, dass die globale Ungleichheit geringer geworden ist, aber die globale Ungleichheit verteilt sich räumlich ganz anders. Und das bedeutet, dass politische Einheiten, und das ist eigentlich das Erstaunliche, nachdem wir vorher über Globalisierung und Grenzenlosigkeit nachgedacht haben, dass politische Einheiten mit ihren Grenzen, mit ihren Zugehörigkeiten bedeutsamer werden für die Umverteilung, also für die Milderung dieser globalen Ungleichheit. Ich weiß nicht, was in diesem Lande los wäre, wenn gewissermaßen die Ungleichheit ungebremst, ohne staatliche Umverteilung von etwa 50% des gesamt erwirtschafteten Einkommens laufen würde. Wir werden weiter Wachstumsimpulse haben. Ich will wenigstens eine Antwort auf die Frage der Vorlesung geben. Wir werden weiter Wachstumsimpulse haben aus neuen Technologien. Das wäre erstaunlich, wenn das sich auflösen würde. Und durch die Erweiterung der Nachfrage. Wir haben noch große Regionen auf der Welt, die nur über sehr marginale Mittelklassen verfügen, die Nachfrage repräsentieren. Also bis alle darüber nachdenken, wie sie Fettleibigkeit bekämpfen können, ist noch ein Stück hin. Aber gleichzeitig haben wir massive Wachstumsgrenzen durch Klima, Ressourcenmangel und Umverteilungskapazitäten. Und das wird wohl zu den nächsten Konflikten in der nahen Zukunft führen. Mit dieser tröstlichen Aussicht würde ich Sie ja gerne in den Abend entlassen, aber Sie dürfen zurückfragen. Vielleicht finden wir noch eine optimistische Variante der ganzen Geschichte. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Die Destruktion mancher Bilder, die auch ich so im Kopf hatte, die Neukonstruktion von Narrativen und die offenen Fragen für die Zukunft. Wir machen eine konzentrierte Runde von etwa 10, 12 Minuten, in der Sie Ihre Fragen stellen dürfen, Ihre Bemerkungen. Für ganze Co-Referate ist keine Zeit, aber für präzise Rückfragen zweifellos. Bitte sehr. Ja, Sie beginnen gerne. Und da waren so mehrere Stellen bei dem Vortrag, wo ich denke, ja, der Vortrag ist recht, aber das hat sich verändert und die Situation, in der wir jetzt befinden, kann man nicht einfach mit Wachstumswarte vergleichen, weil die absolute Höhe auch ein anderes ist. Wenn man auch nah an Grenzen, bestimmte Grenzen kommt, macht das auch einen Unterschied für unter wie viel Glück man steht. Nein, ich stimme Ihnen schlicht zu. Das geht ganz schnell, weil es ein Missverständnis ist. Was ich sagen wollte, ist, dass im 19. Jahrhundert die Wachstumsraten bei 1% liegen. Ich rede nur vom 19. Jahrhundert. Die sind deutlich höher im 20. Jahrhundert und sie sind völlig ungleich.
über Krisen und so weiter. Keine Frage. Und dass Wachstum sozusagen an Grenzen kommt, ist ein Theorem der Postwachstumstheoretiker, das ich überhaupt nicht bestreiten will. Ich bin ja Historiker, ich sage ja nur, wie es früher war. Wie es künftig sein wird, das überlasse ich anderen. Sie sind natürlich Historiker mit einem großen Satz, dass sich aus der Geschichte, haben Sie das tatsächlich gesagt, wir können es ja nachhören, sich gar nichts lernen lässt oder so ähnlich. Das ist natürlich spannend, denn eigentlich zeigt Ihr Vortrag ja die ganze Zeit, was man eben doch lernen, entdecken, neu sehen kann. So jedenfalls ging es mir. Aber bitte, Sie sind dran mit Ihren Bemerkungen und Fragen. Ja, bitte. Drei Fragen. Das erste, Sie hatten die treibende Kraft, früher Neuzeit, China nach Amerika, eigentlich das Dreieck. Was war die treibende Kraft der genauso großen Wanderung von China, Indien nach Amerika? Waren es die selber, die Chinesen, oder war es die wirtschaftliche Lage? Eine zweite Sache, diese 2,3%, die Sie so mal als Migration angesprochen hatten, wenn Sie in Adressbücher des 19. Jahrhunderts gucken, finden Sie sehr viele Namen, die nicht deutschen Ursprungs sind, die wahrscheinlich größer als 2,3% sind. Ich habe Familienforschung gemacht und habe festgestellt, die kommen aus dem Böhmischen, aus dem Polnischen, in Größenordnungen in unsere Gegend. Und die dritte Sache, der indische Markt, gestern noch gerade ein Beitrag, der ist wie Europa vor 200 Jahren. Jeder Bundesstaat in Indien erhebt Zoll vom anderen, wenn da was rüber, die warten dann tagelang, um, sagen wir mal, auf der A9 von Sachsen nach Thüringen zu kommen, weil dort auch wieder, also kein homogener indischer Markt, sondern ein eher bremsender Markt. Ja, also das Erste, tut mir leid, ich habe das offenkundig Ihnen zu schnell alles um die Ohren gehauen. Worauf sich beziehen ist, 17. bis 18. Jahrhundert, China ist die dominierende Wirtschaftsmacht, was die Qualität bestimmter Luxusgüter angeht. Das ist eine Zeit, in der es keinen Weltmarkt gibt. In der also die Masse der Güter, die man braucht, jeweils im eigenen Territorium hergestellt wird. Vor allen Dingen zu essen, Kleidung und so weiter. Worüber wir hier reden, ist Porzellan, Papier, feinste Kunstwerke, die man sich, also wenn man sehr reich ist, in die Wohnung hängt. Das führt nicht zu einer massiven Migration, sondern das führt zu Handel. Und der wird zum Teil von anderen Gruppen, also Armenier spielen da im Zwischenhandel eine große Rolle und Tibetaner und so weiter. Das ist der eine Punkt, die chinesische Migration im späteren 19. und frühen 20. Jahrhundert geht weniger in die USA. Es gibt natürlich diese Immigration nach Kalifornien, aber die ganz große Migration der Chinesen geht auf dem Land nach Sibirien, einfach auf der Suche nach freiem Land, also nach Farmland, oder nach Südostasien, und dort handelt es sich häufig um Zwangsmigration, also Kuli-Arbeit, wo Chinesen für 7 Jahre in Kontraktarbeit genommen werden, und wenn sie das von ihrem Arbeitslohn nicht bezahlen können, müssen sie weitere Jahre dort dienen. Die 2,3% gebe ich Ihnen sofort zu, die sind ein Trick, weil Migranten zählen ist wirklich schwierig. Alles, was hier in den 2,3% drinsteht, ist Migration über Staatsgrenzen, die registriert wird. Und da bin ich ja auch ein Migrant. Ich bin ja einmal über eine Staatsgrenze gewandert. 1961 in Leipzig geboren, heute in einem anderen Staat ansässig. Also für die internationale Migrationsbehörde bin ich genauso ein Migrant wie viele Bewohner der ehemaligen Sowjetunion. Die gucken nämlich nur, wo ist einer geboren und in welchem Staat lebt er heute. Wie will man es denn sonst messen? Weil wir Migranten, das ist ja das Fusselige in der Migrationsforschung, diese Leute rennen ja ständig hin und her. Die gehen ja nicht einmal von A nach B und bleiben in B, sondern die fahren hin und zurück. Was die sagen Namensgeschichten angeht, immer wenn ich durch den schönen Ort Schaschelwitz fahre,
wird mir klar, dass hier riesige Migrationsströme sein müssen. Die stammen aber, glaube ich, eher aus dem 12. Jahrhundert. Ja? Also das heißt, bei Namen müssen wir unheimlich aufpassen, wo kommen die Namen her. Die deuten nicht immer auf einen modernen Ursprung des Migranten hin, sondern möglicherweise auch sagen, auf eine viel weiter zurückgehende Spur. Dritte Frage habe ich. Ach, der indische Markt. Ja, unebene Märkte, ich bitte Sie. Also, wie sind Märkte beschaffen, auf die Ostfirmen versuchen, Produkte zu bringen? Nicht völlig frei im Adam Smithschen Sinne, sondern es bestehen bei jeder Firma zum Beispiel bereits Beziehungen von Lieferanten, und in ein solches Lieferantennetzwerk hineinzukommen, ist extrem schwer. Also das, was Sie beschreiben, ist völlig richtig, und dort gibt es bürokratische Hürden, aber kein Markt, auch der, in dem es keinerlei bürokratische Hürden gibt, ist ein wirklich freier Markt. Ja? Wenn ich den Klempner bestelle, dann muss ich bei uns immer gleich den Maler mitnehmen, weil die beiden sich abgesprochen haben. Ich habe Sie noch gesehen. Gibt es weitere Meldungen von Menschen, die sagen, ich wäre jetzt echt traurig, wenn ich meine Frage nicht noch stellen dürfte? Sie noch? Dann würde ich vorschlagen, dass wir Ihre beiden Fragen, Bemerkungen zusammennehmen und Sie dann das Schlusswort kriegen. Ja, das European Miracle, das Sie angesprochen hatten, inwieweit sind die Faktoren davon noch heute wichtig für eine zukünftige Entwicklung? Weil es ja zum Beispiel so ist, dass die internationale Zinsproduktion nach wie vor hauptsächlich in den USA und Europa stattfindet. Und wenn andere Regionen versuchen wollen, aufzuholen, ob es sich lohnen würde, tatsächlich sozusagen das nachzubauen. Ja. Also sozusagen das Modell nachzubauen oder. Mich würde ganz grundsätzlich interessieren, ob aus Ihrer historischen Perspektive Wachstum quasi eine Voraussetzung für den Fortschritt einer Gesellschaft darstellt. Also mit Fortschritt meine ich quasi zugunsten einer Gesellschaft. Da würde ich mich gerne noch, wenn ich darf, mit der dritten Frage anschließen. Mal auf einer Metaebene: Kann ein Historiker wie Sie gegenwärtige Entwicklungen wie den Neoliberalismus kritisieren, fundiert kritisieren? Sie haben ja in Ihren Bemerkungen zu Adam Smith sehr viele Parallelen mit Augenzwinkern und doch deutlich angedeutet. Also was macht ein Historiker, wenn er auf die Gegenwart schaut, und was tut er dann und wie agiert er in diesem Moment? Vielleicht wollen Sie dazu auch noch ein Wort sagen, okay, zu dem, was Sie tun. Also erstens Bedeutsamkeit des europäischen Modells sozusagen. Naja, solange ganz viele Leute an das Modell glauben, ist es wohl bedeutsam. Und wenn Sie sich anschauen, wie Eliten in Afrika, Lateinamerika, die dann anschließend Ämter übernehmen in Regierungen, in Zentralbanken und so weiter, wie die ausgebildet werden, dann lernen die zuerst mal, wie es in Europa war und wie man das nachmachen könnte. Und manches davon ist auch nicht völlig blöd. Bei der Wissensproduktion sind wir inzwischen bei der Zahl der veröffentlichten Papiere den Chinesen deutlich unterlegen. Also der Aufbau einer chinesischen Wissensgesellschaft geht so rasant voran. Wir nehmen das nicht richtig wahr, weil wir gerne in der Zeitung lesen, dass der Chinese zum Abschreiben neigt. Und das haben wir schon in der Schule zum Verurteilen erkannt. Und zweitens schreibt der Chinese auf Chinesisch, und das ist uns nicht gegeben, weil wir im Kindergarten noch nicht diese Frühförderung hatten. Nur wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann hat die chinesische Regierung und Parteiführung erkannt, dass sie die Gewinne, die sie aus diesen großen Wachstumsraten gezogen hat, an Umverteilungsmöglichkeit, dass sie die einerseits in sozialen Ausgleich stecken muss, also vor allen Dingen in Westchina ganz viel zahlen muss, damit die Leute dort bleiben und nicht alle in den Osten wandern, um da einen Job zu kriegen. Und zweitens muss sie in den Aufbau einer Wissensstruktur investieren. Das tun sie in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Wenn hier manchmal Studenten fordern, es müsse mehr Geld sein, dann sage ich immer, guckt euch an, was passiert, wenn sehr viel Geld da ist, dann geht es zu wie in China. Dann ist auch nicht immer alles gut. Ja? Aber also das spielt schon eine große Rolle, und Wissensproduktion ist, glaube ich, eine Zukunftsressource. Das betonen wir ja auch ständig, wenn wir diese Universität erhalten sehen wollen und so weiter, die man nicht einfach
sagen, vernachlässigen darf, da ist die Konkurrenz am schärfsten. Beim Herstellen von T-Shirts haben die Chinesen inzwischen die Produktion sehr gern weitergegeben, weil die Gewinnmargen dort viel geringer sind als in der Wissensproduktion. Wachstum. Es hängt doch davon ab, wie Sie Wachstum berechnen. Ich glaube, dass, nehmen Sie ein Atomkraftwerk. Ein Atomkraftwerk hat eine relativ kurze Abschreibungszeit und eine hohe Restprofitabilität, wie die Betreiber sagen. Wenn Sie in die Kosten, und daraus entstehen sozusagen Wachstumskurven. Dieses Wachstum wird ja in GDP gemessen. Ich habe Sie jetzt eine anderthalbe Stunde quasi am Wachstum gehindert. Sie hätten in der Zeit in der Grimmarschen Straße was einkaufen können, dann wäre das GDP gewachsen. Ja, stattdessen haben Sie hier ökonomisch vergleichsweise nutzlos den Abend verbracht. Naja, wissen, aber Sie müssen, da kommen wir gleich drauf, wie man das jetzt umsetzt. So, wenn ich aber in dieses GDP reinrechne, die Aufbewahrungskosten des Restmülls einer solchen Atomanlage, dann entsteht ganz klar eine Negativbilanz. Dann haben Sie überhaupt kein Wachstum. Ein Atomkraftwerk ist unter den heutigen Verhältnissen und dem geringen Wissen über die Möglichkeit, die Reste zu lagern, von vornherein nicht profitabel, sondern gegen Wachstum. Ja? Nun wollen Sie doch hoffentlich nicht mehr Atomkraftwerke, nur damit es mit dem Wachstum aufhört. Ja? Also ich will damit nur sagen, das Problem ist nicht eines von Wachstum an sich, sondern wie wir Wachstum messen. Rechnen wir den Verbrauch von Naturressourcen mit rein oder gucken wir uns nur die reinen Produktionskosten für ein Objekt an, um GDP zu messen? Also da ist... Ja, ich glaube, dass die Erwartung, etwas Wachsendes zu produzieren und daraus einen Gewinn zu ziehen, eine durchaus erhebliche Anziehungskraft auf viele Menschen hat. So, das steht bei Adam Smith und der sagt auch schon, muss man natürlich aufpassen, dass daraus kein gesellschafts- oder gemeinwohlgefährdend, sagt er, kein gemeinwohlgefährdender Egoismus wird. Soweit würden wir ja wahrscheinlich alle mitgehen. Und dann ist die Frage, worauf richtet sich jetzt diese Idee von Wachstum? Richtet die sich nur auf eine Statistik? Richtet die sich auf Glück? Müssen wir die Maßeinheiten für Glück haben? Ja? Dazwischen ist doch eine riesige Spanne, was Sie überhaupt als Wachstum begreifen. Sind wir in einer Gesellschaft, die viel ökonomisches Wachstum produziert und schrumpfende Kinderzahlen? Ist das eigentlich eine Wachstumsgesellschaft? Ja, also ich will nur zurückgeben und sagen, das hängt, glaube ich, von unserer gesellschaftlichen Übereinkunft ab, was wir als Wachstum definieren wollen. Ist diese Universität eine bessere Universität, wenn sie 50.000 Studenten hat? Oder wenn sie 10.000 Studenten hat, sich aber ganz intensiv um die kümmert? Ist nicht ausgemacht. Da gibt es auch niemanden, der das alleine definieren könnte, sondern das sind immer Aushandlungsprozesse und aktuell hat die Regierung das Ergebnis des Aushandlungsprozesses verfügt. Und wir müssen jetzt uns darüber unterhalten, ob wir dieses Maß das Richtige finden. Ja, und genauso können Sie das auf Familien-, Volkswirtschaftsebene und global betreiben. Sie kriegen von mir einfach keine verbindliche Antwort, ob ich jetzt für oder gegen Wachstum bin. Ja, was macht ein Historiker, wenn er die gegenwärtige Gesellschaft anguckt? Na, dann ist er einfach ein Bürger. Dann ist er vollkommen deprofessionalisiert und sagt seine Meinung und findet dies und jenes amüsant und blöd. Aber er kann eigentlich nicht mit professionellen Instrumenten arbeiten. Und ob andere Leute aus der Geschichte lernen, die Historiker erzählen, das will ich ja gar nicht vorherbestimmen. Ich bin nur ein bisschen skeptischer geworden über die letzten Jahre. Und das ist möglicherweise eine reine Altersfrage. Wenn man den Job anfängt, denkt man, man muss die anderen belehren und am Ende sagt man, na, wenn die was lernen wollen, ist schön, aber eigentlich kann ich da auch nicht groß helfen. Ja, ich kann Geschichten erzählen, ich kann berichten, dass das European Miracle, das kann ich sozusagen ganz bewusst in Anführungsstriche setzen, weil es offenkundig ein Ideologem ist.
Aber ob Sie jetzt heute Abend nach Hause gehen und sagen, das hat mich alles überhaupt nicht überzeugt, oder doch? Wie könnte ich das beeinflussen, außer durch Gewaltanwendung? Ne? Und das würde ich lassen. Okay.